Willkommen zurück, liebe Abenteurer. In der letzten Folge haben wir den Surya-Kult vernichtet. Wie man sieht, überall liegen die Anhänger auf dem Boden tot. Das war die Anführerin, yes, glaube ich. Wir können ja nochmal schauen, ob wir einen Heiltrank finden. Unpause. Unpausieren. Jede Menge Herzen. Anscheinend haben wir jetzt die Quest Zerstöre sie alle abgeschlossen. Für den Ghoul Masan haben wir genügend Herzen gesammelt. Was haben wir hier denn noch? Blutschaumstein. War das nicht auch für eine Quest? Ein Buch. Das Buch Surias nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein magischer Dolch. Und ein Zauberstab. So, ich denke, das soll erstmal reichen. Oh, die Handschuhe sehen nicht schlecht aus. Naja. Was haben wir hier noch? Oh, greift er das Monster schon an? Genau, das ist der Surya-Titan, den wir noch killen wollten. Ein belebtes, gigantisches Monster. Oh, ja, das steht uns noch bevor. Ich denke, dann erst können wir die Mine verlassen, oder sollten wir die Mine verlassen. Weil wir wollen ja alle Geschöpfe von dem Kult vernichten. So, wir sollen aber nicht reinstolpern in das Monster jetzt am besten. Das wäre blöd. Wir sind noch nicht geheilt. Ich denke, das war's. You can't be serious. Blut. Tod und Blut. Die gibt's keine Beschreibung? Schade. Das Symbol vom Surya-Kult wahrscheinlich. So, ich denke, wir sollten mal uns heilen und auf den Kampf vorbereiten. Ich versuch's mal ohne Rast. Okay, ein Heilzauber habe ich noch. Yes. Hier kein. Oh, ja, könnte ein bisschen knapp werden. Sollen wir es versuchen? Ohne voll geheilt zu sein. Well. Wie waghalsig, wie verwegen. I'm listening. Naja, so viel haben wir nicht. Vielleicht ein Beerensaft. Prost. What is your wish? Also Hamlin sollte... Ich glaube immer über den Namen. Hamlet sollte vielleicht gute Pfeile benutzen. Stichschaden 2 bis 9 war das? Aber haben wir noch was Besseres. Da haben wir auf jeden Fall jede Menge von. Sollte erstmal reichen. Und vielleicht dann so ein paar höhere Zauber auf jeden Fall an den Start bringen. Und vielleicht erstmal Spinnen zur Ablenkung. So. Da war er, genau. Und vielleicht von hier angreifen und Hamlin schießt von der Seite. Keine schlechte Idee. Go ahead. I go. Finde ich. What a waste of time. Fehlt noch jemand? Nö. Wir sind zu fünft.
So, wir heilen erstmal so ein bisschen noch über die Zeit. So, und jetzt... What do you wish of me? Vielleicht erstmal zur Ablenkung einen Spinnenzauber, wie er reagiert. Und dann einen Flächenzauber oder so. Irgendwie sowas. Ja, und vielleicht... Helgenhaar nach vorne. Als Bollwerk dahinter Avex. My skills are at your disposal. Linnea zaubert die Rüstung des Alnarius. Ja. Und Hamlin schleicht weiter. Reicht überhaupt? Ja. Wir probieren es mal. Oh, er kommt. Ah, okay. Whatever you're in charge. Das kommt. Achso, die Spinnen, alles klar. Ich hätte vielleicht unsere beiden Kämpfer auf Defensiv stellen sollen. What do you need? Ja, ein bisschen ungeschickt. Aber gut, die Spinnen greifen ihn an. Ja, er dreht sich um, das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr gut. I'm listening. Hab ich keine Fähigkeiten mehr? Well. Los. Was sind die Fähigkeiten? Gehen wir nochmal hier im Quickslot. Die Spinnen vergiften ihn. Versuchen zumindest. Und jetzt brauchen wir mal einen ordentlichen Zauber. Quatsch, nicht gehen. Zaubern. Wölfe. Sorry, what? If I must. So, und... Ah, jetzt sind sie da. Wachsamkeit. Bietet einen Defense-Bonus. Das ist gut. Und was haben wir noch? Raserei, ja. Überfall. Probieren wir's. So, was macht Linnea? Eine Schneekugel. Was haben wir noch? Heilender Nebel. Ah, wir haben noch einen Heilzauber, ist gut. Was macht das? Blendet. Oh, nicht schlecht. Das könnten wir uns mal merken. I'm always ready. Was macht Biella? Feuerball. Nee, ist ein Flächenzauber. Das kann nach hinten losgehen. Kettenblitz. Ja, kein Flächenzauber, es könnte ein bisschen kritisch werden. Jede Menge beschworene Monster, das ist schon mal sehr gut. Greifen wir da an. So, was sagt er denn? Verletzt, okay. Reicht noch nicht. Ach, Hamlin, wir haben Hamlin vergessen. Yes. Das klappt. Von da oben. Gleich von hier. From the shadows strikes. Ja. Spannt seinen Bogen. Ah, wir haben ihn gleich.
halb so wild. Die wilde Kuhdame. Jawohl. 2900 EP. So stark war der gar nicht. Linnea hat ein Level Up. Sehr schön. What is your wish? Alright, sehr, sehr alright. Schön. Was haben wir denn hier? Kennen wir doch schon, diese Kessel. Was scheint irgendwie nichts zu bedeuten zu haben. Oder? Yes. Nee. Keine Falle. Let's see. Ja, ich denke, dann sind wir fertig. Wir schauen mal ins Questlog. Ich glaube, das waren alle Herzen. Jetzt habe ich einen Sack voller Organe und einen Ghoul, der schon darauf wartet. Ich habe viel Blut an meinen Händen. Okay, das hätten wir. Ich denke, wir können dann wirklich hoch. Und was sagt die Hauptquest? Ich befreite die Mine von ihrem Kultistenproblem. Ich sollte jetzt zur kuriosen Katze, das Gasthaus zurückkehren und Frelsis Freund, der Verwalter von Derogult der Stadt, über die Geschehnisse in Kenntnis setzen. Okay, wir sind fertig. Sehr schön. Okay. Sorry, what? Haben wir hier? Ein Riesenfuß. Wie sieht's denn mit der Beladung aus? Können wir überhaupt noch was tragen? Ja, Linnea kann auch ein bisschen. I'm listening. Well? Hm? What do you wish of me? Ja, so ein paar Sachen my können wir noch mitnehmen. Skills are at your disposal. Haben wir alles schon? Well, all right. Na. Nichts Wertvolles. Yes. Also mal hier hin. Turbomod. I'm not going to like this, am I? Geld. Herzen. Das haben wir auf jeden Fall genug. Ah, ein Heiltrank. Okay. Ja, ich denke, das war's. Wir können dann wirklich hoch. Sorry, what? Kehre zurück zu Frelsis Freund in der kuriosen Katze. Hüte dich vor der Gier. Ihre Folgen sind vielleicht tückischer, als du dir vorstellen kannst. So, wo geht's lang? You can't be serious. Ich glaube, da oben war's. Nee. Falsch. Ja doch, kommen wir auch hin. Dort haben wir das Pflanzenrätsel gelöst, um in die Unterebene zu kommen. Siehe die letzten Folgen. Oder die letzte Folge war es, glaube ich, sogar. So, und wir besuchen mal den Ghoul. Mal gucken, ob er jetzt zufrieden ist mit den Herzen. Ob sich's gelohnt hat.
Yes? Was sagst du, Ghoul? Yes, I smell them. Tasty, tasty. Give them to me. Ich rieche sie lecker. Gebt sie mir. Wartet, lecker? Wollt ihr sie etwa essen? Vielleicht. Na gut, seine Sache. Hier, bitteschön. Yes, sir. Ich habe sie entfernt. Entfernt, ja, gegessen. Und sie waren köstlich. Ihr sollt belohnt werden. In Ordnung. Es freut mich, dass ihr Geschmack zufriedenstellend war. Okay, wir kriegen eine Belohnung. I have a pretty, pretty blade for you, dead friend. If you should encounter something that should not be there, you will know what to do. Eine schöne Klinge, genannt Freund der Toten. Wenn ihr auf etwas treffen solltet, das nicht da sein sollte, dann werdet ihr wissen, was zu tun ist. Aha. Kann vielleicht sehr nützlich sein, die Klinge. Live and leave us in peace. Ein sehr freundlicher Ghoul. Okay. Sehr schön. Was haben wir denn für eine Klinge? Klinge, Klinge, Klinge. Hier. Nee. Wer hat sie oder was das? Ich glaub schon. Dieser Dolch wurde aus Obsidian geätzt. Für einen Kampf wirkt er zu zerbrechlich. Aber könnte aber für eine Art Ritualmagie nützlich sein. Ja, das ist die Waffe. Das wird uns wahrscheinlich noch helfen irgendwann. Genau, Ritualdolch, da steht's ja auch. Okay, wir können gehen. Hat er noch was zu sagen? Geht, ich brauche euch nicht. Okay, dann verlassen wir die Minen. I'm not going to like this, am I? Hinaus. Also der Soria-Titan war halb so wild. Wir verlassen die Mine und wir gehen in die Stadt deren Kult. Kommt doch mit. Wir sind wieder draußen, kommen ja auch jetzt in der Hauptquest weiter. Die Stadt aus Eisen kehre zurück zu Freldis Freund in der kuriosen Katze, der Taverne. Weiterhin konnten wir noch eine Nebenquest erledigen. Ich habe Masun, der Ghoul, den Beutel mit den Herzen gegeben. Er hat sie gegessen. Verschlungen sogar. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe, aber die Kultisten und Ghule waren ja eh schon tot, oder nicht? Was war das? Und der verlorene Sohn, da haben wir festgestellt, dass noch ein Ghoul vereinzelte Haare auf dem Kopf hatte, die der Farbe entsprachen, die Markus Eltern mir beschrieben hatten. Also der verlorene Sohn halt ist zu einem Ghoul geworden. Ein trauriges Schicksal, aber gut. Also zurück. Yes? You can't be serious.
Es wird Tag, wie passend. Haben die Minenarbeiter noch was? Can I help you? Nee, ich denke nicht. Keine Quest. Hätte ja sein können. Wo müssen wir dich hin? Ich glaube, in Derungol Süd war die Katze, die kuriose Katze, die Taverne. Dort sind wir. Yes. You can't be serious. Dort, Freldys Freundin. Hä? Kommen wir nicht durch? Oh, wir hängen. What a waste of time. I don't see why wir hängen. If I must. Greetings. Also, mein kleiner Vogel, habt ihr unsere vermissten Freunde gefunden? Die Mine war voll mit Ghulen und Nekromanten. Ich vermute, die Nekromanten waren Teil einer Art Sekte. Wir entführten Bürger der Stadt, töteten sie und verwandelten sie in Ghule. Ja, das entspricht der Wahrheit. Wir können es sagen. Ja, ja, es ist so, wie wir befürchtet haben. Ah, wir wussten das schon? The cult of Zoria is active again. It has been many years since they last cursed these lands with their filth and sordid dreams. Der Kult von Zoria ist wieder aktiv. But they were not merely haunting the mines, no. Those were but a few, a finger to the hand, perhaps merely a finger to an entire body. Hmm. Vor einiger Zeit wurde eine Gruppe von Söldnern ausgesandt, um die Sekte nördlich von ihr zu untersuchen. Wir hatten Gerüchte gehört, dass ihre Abscheulichkeiten wieder an die Oberfläche sickerten. Wir wollten der Sache nachgehen, das ist nun bereits einige Zeit her. Wir haben noch keine Rückmeldung erhalten. Aha. Die Quest scheint also weiterzugehen. Tja. Lasst mich raten, ihr braucht mich, um eure verschwundenen Söldner zu finden. Es ist gut, dass ihr fragt. Aber zuerst für eure Mühen. Freunde sollen schließlich immer belohnt werden. Und euch erwarten noch mehr Belohnungen. Hm. Nördlich von hier, vorbei an der Lichtung im Wald, liegt ein Weinberg. Das letzte, was wir gehört haben, war, dass die Söldner-Expedition gegen eine Bande vermummter Schurken gekämpft hat und sich dem Weinberg näherte. Mhm. Der Anführer der Expedition, die Stefan, sucht nach seiner Spur oder einer Spur von ihm oder seinen Männern und findet heraus, was sie euch zu sagen haben. Wenn ihr mit einer Nachricht von ihnen zurückkehrt,
könnt ihr unser Geschäft als erledigt betrachten. Geht jetzt und kommt lebendig wieder. EP, okay, 500 Gold. Die Stadt aus Eisen abgeschlossen. Die Stadt aus Eisen ist abgeschlossen und die Weltgier steigt um 190. Wow. Die Weltgier wächst schrittweise als Reaktion auf deine Handlung. Sie nimmt auch wieder auf natürliche Weise zu, wenn der Fluch der Gier der Welt die Welt umhüllt. Du kannst das Wachstum der Gier durch deine Entscheidung beeinflussen. Aber es gibt keine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Aha. Also sie steigt ohnehin. Wir können es nur beeinflussen, aber nicht stoppen. Okay. Interessant. War hier noch was Interessantes? Glaube nicht. Genau, wir wollten noch den Eltern von Marco Bescheid sagen. Auf jeden Fall. My skills are at your disposal. Stefans Haus? Der Verschwundene? Was hier? You can't be serious. Ich glaube schon. Hello. Esther, habt ihr was über Marco herausgefunden? Okay, wir können lügen. Ja, ich glaube, ich weiß, was mit ihm passiert ist. Und? Was wisst ihr? Kommt euch dieses Messer bekannt vor? Ich habe seine Überreste zusammen mit diesem Messer in den Minen von Derungult gefunden. Tja. Oh nein, Marco. Das ist in der Tat sein Messer. Er würde niemanden damit entkommen lassen. Daher denke ich, dass er es wirklich war. Könnt ihr uns das Messer bitte zurückgeben, als Andenken an unseren Sohn? Sie ist aber sehr gefasst. Hier bitte, ich hoffe, ihr findet darin Trost. Herzlichen Dank. Hier, das habt ihr euch verdient, für eure Mühen. Okay. Noch eine Quest weniger. Erledigt. I'm not going to like this, am I? Ich glaube, Stefans Haus war aber gelockt, also verschlossen. Viel ich noch weiß. Wir können es ja nochmal probieren. Aber der ist ja anscheinend verschwunden. Wir können ableveln. Wir müssen uns eh heilen und rasten. Oh, wir müssen ganz rum. Okay, wir versuchen es nochmal. Oder war da niemand? Doch? Yes, you can't be serious. Yes. Iren, verzeiht Fremder, aber allem, was gerade vor sich geht, habe ich keine Zeit. I'm not going to like vielleicht this, am I? Seine Frau? Aber wir haben ja schon die Quest und ja.
Reise nach Winzerhain. Yes? You can't be serious. Und wir sollten natürlich noch zu Lord Frelsi. Oder? Wir können ja mal fragen, klar. Wir müssen eh noch ein bisschen heilen hier und was verkaufen. Ich glaube, sonst war ja keine Quest mehr. Nee, Schnapsdiebe nicht. Nee, ich glaube nicht. Ach genau, wir wollten zu dem Hauptmann Davon. Da müssen wir gucken, ob er uns belohnt oder nicht. Naja, mit den Würmern diese Quest. Ja. Und die Gefährtenquesten. Ich denke, das können wir aber nach der Rast machen. Ich überlege gerade, wie es weitergeht. Ich denke, wir können schon mal nach Norden reisen. You can't be serious. Wir müssen auf jeden Fall Sachen verkaufen. Das werde ich aber offscreen machen. Genau, in die Gildenhalle. Ja, genau, handeln. Wir können uns ein bisschen heilen lassen. Ja. Berlin hat mir erledigt. Arlinghaus. War da noch was zu holen? Vielleicht. Wir versuchen es nochmal. Ansonsten werde ich halt handeln und heilen und rasten. Und dann werden wir in der nächsten Folge zu Lord Frelsi gehen. Beziehungsweise Hauptmann Davon oder Davon. Wie kommen wir hier rein? Ah, da fressen die Würmer immer noch an den Leichen. Oh, ein Riese. Oh. Ein Wächter. Yes. Ich habe nichts mit dir im Hut, kleiner Mensch. Ja. Hello. Das stimmt. Habt ihr schon gehört? Wir müssen die Friedhöfe erneut ausbauen. Bald ist die halbe Stadt an Friedhof, ja, wegen der Seuche. Aber wo ist die Tür? Da. Verriegelt, schade. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Nee. Ja, dann würde ich sagen, ich werde noch so ein paar Sachen erledigen, handeln, rasten und heilen. Es fängt eh an zu regnen, wir müssen uns unterstellen. Und das werde ich allerdings alles offscreen erledigen. Kleinarbeit. Jo. Ach so, wo können wir denn rasten? Wir können nur in der kuriosen Katze rasten. Wie gesagt, ich werde handeln und rasten. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Dann geht es nochmal in die Gildenhalle. Und dann werden wir Derungul verlassen, wie es aussieht.
und der Hauptquest weiter nachgehen. Also seid wieder dabei. Ciao. Der Argonaut.